Top Grillaroma, also wirklich ganz, ganz fein. Ja. Unser Experte für deutsche Hausmannskost tritt an gegen seinen türkischen Kollegen, Restaurantbesitzer Fikri Arslan. Achim soll zwei typisch türkische Gerichte nachkochen, ohne Rezept und ohne Hilfe. Du erzählst mir mal jetzt, was wir uns denn beide hier zusammen kochen. Eigentlich, ich kenne mir das. Das ist eine sehr bekannte Suppe in der Türkei. Du hast ja gesagt, wir machen zwei Sachen, weil das soll ja richtig verrückt werden. Das ist ja eigentlich ein Adana-Spieß. Ist auch in der Türkei als Grillgericht sehr, sehr bekannt. Also jetzt wissen wir schon mal, eine Suppe wird das und ein Spieß. Ein Spieß. Herzlichen Glückwunsch. Und dadurch, dass das ja natürlich eine ganz andere Region ist, wird das natürlich sicherlich keine Suppe mit Suppengrün. Aber was kommt dann in die türkische Suppe? Ingwer? Naja, klingt zumindest exotisch genug. Und jetzt, was ihr auch immer gerne nehmt, ist ja Knoblauch, war? Am besten gleich eine halbe Tonne, oder? Ja. Ich nehme jetzt einfach zwei Zwiebeln noch mit zu. Ich glaube, das ist gesund. So, und jetzt nehme ich so eine schöne Süßkartoffel. Ich denke mal, dass sie bestimmt auch da aus eurer Ecke kommt. Da bin ich mir ganz sicher. Achims Taktik? Viel hilft viel. Also alles rein in den Korb. Ich tippe jetzt mal wirklich, dass das eine leicht gelbliche Farbe haben muss. Ja. Siehste, wusste ich's. So, dann nehme ich nämlich das hier für die leicht gelbliche Farbe. Kurkuma für die Farbe und den Geschmack. Fehlt noch die Fleischeinlage. Achim weiß, dass Lammfleisch in die Suppe muss, aber nicht welcher Teil vom Tier. Ja. Ja, pass auf, dann nehme ich ein Stück Lamm halt. Jetzt bin ich verrückt genug dafür. Für die Suppe, ja? Ja. Nein, pass auf, ist es von innen aus dem Lamm oder außen aus dem Lamm? Von was ist es? Wir haben Schnürsel. Innen. Na, siehst du, der Hals ist innen, also nehme ich Hals. Wunderbar. Das ganze Stück. Und für seine zweite Aufgabe, den Adana-Spieß, nimmt er gleich noch Geschnetzeltes mit. Für den Spieß à la Achim kauft er Gemüse und eine scharfe türkische Wurst. Fertig. So, na denn. Übrigens, auf Wiedersehen heißt Gülle Gülle. Zack, ja. Bevor es ans Kochen geht, besorgt Fikri noch ein paar Zutaten für Ischkembe und den Adana-Spieß. So viel vorweg. Mit der Suppeneinlage lag Achim kräftig daneben. 2 Kilo? Ja, 2 Kilo. So, alles super. Ja, alles klar. Okay. Hauptbestandteil der Ischkembe ist Rinderpansen. Na dann, guten Appetit. Aber erstmal startet Achim mit seiner Version. Als Fleischeinlage nimmt er Lammhals. So, Fikri, Junge, soll ich dir erst mal zeigen, was ich jetzt mit dem alten Hals da mache, wa? Der Hals soll zusammen mit dem Gemüse gar gekocht werden. Wie hieß die Suppe doch gleich? Ischkembe. Genau, und jetzt kommt Ischkembe da rein. Hilfe. So, und bitte lasse ich jetzt erstmal 2 Stunden kochen und dann mache ich in der Zeit nämlich meinen Spieß. Hör auf zu lachen, sag ich dir. Sonst lache ich mal mit. Komm, mein Kleiner. Ischkembe. Also weiter mit Adana-Spieß à la Achim. Achim? Ja. Hier hast du Spieße. Welche willst du haben? Sag mal, willst du mal verarschen? Na ja. Hast du nicht so eine Holzdinger hier, so eine kleine Holz? Nee, hör auf jetzt. Da musst du jetzt hier mal sehen, das ist jetzt eigentlich professionelle Sachen. Ja, sag mal, kannst du mir bitte verraten, wa? Was soll ich denn auf das Brett hier ziehen? An den XXL-Spieß traut sich Achim nicht heran, also nimmt er die mittelgroße Ausführung. Das Fleisch mariniert er in Öl und scharfen Gewürzen. Und nun stapeln. Fleisch, Gemüse und als i-Tüpfelchen ein Scheibchen Zitrone. Fertig. Siehst du, jetzt schieben wir das noch mal ein bisschen zusammen. Das ist ja richtig, man kann meine Kette machen hier und mal zusammenhängen. Das sieht ja besser aus, wa? Richtig eine Kette. Und mit Essen spielt Achims man nicht. Kette. Mit Essen spielt man nicht. So, das hauen wir jetzt auf den Adana-Grill. Der Spieß braucht auf dem Grill nur wenige Minuten. Wenden nicht vergessen. Dazu gibt's Achims selbstgemachte Mayonnaise und klassisch Ketchup. Kann er mit seinem Adana-Spieß den Profi überzeugen? Das ist wirklich hervorragend, dass du jetzt den Spieß gemacht hast. Soße ist auch okay, aber jetzt zeigen wir dir mal, wie man wirklich Adana richtig macht. Na denn, feuer frei.
Adana ist die fünftgrößte Stadt der Türkei und namensgebend für das Kebabgericht. Diesen Spieß nimmt man für Adana, Chef. Ey, ich hab gedacht, hier. Du willst mal verarschen. Ich dachte, ja. Was ist denn das? Da kann ja, da kein Fleisch ruf. Doch, Achim, das geht. Aber dafür muss das Fleisch zunächst verarbeitet werden. Mit einem Wiegemesser macht Fikri aus dem Lamm geschnetzelten Hackfleisch. Mit Petersilie, Gurke und Co. verfeinert er die Fleischmischung. Dann ist der Profi dran. Mit geübter Hand verteilt Koch Emre das Hackfleisch auf dem Spieß. Guck mal, wie schön der das macht. Das ist ja wie eine Gitarre, wa? Zack, zack, du, jetzt noch ein bisschen Musik dazu, Junge. Zack, 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 zack. Achim ist beeindruckt. Das will er auch mal probieren. Also schnell ran an den Speck. Spieß natürlich. Oh! Ja, ist gut, dann mach du mal hier. Das ist alles. Gar nicht so schlecht fürs erste Mal, aber der Profi ist eindeutig geübter. Dann Spieß auf den Grill. Holzkohle sorgt fürs rauchige Aroma. Als Beilagen gibt's gegrillte Tomate, Salat und selbstgemachte Soßen. Top Grillaroma, also wirklich ganz, ganz fein. Ja. Das ist natürlich wesentlich besser als das, was ich gemacht habe. Ja, du hast auch gut gemacht, aber das ist ja der richtige Adana. Ne? Ja, nur hau noch mal hinten drauf, weißt du. Naja, einen Versuch hast du ja noch, Achim. Also, zurück zur Suppe. Und bitte lasse ich jetzt erstmal 2 Stunden kochen. Jetzt kicken wir uns mal unseren Hals an. Achim soll Ishkembe, eine traditionelle türkische Suppe, kochen. Das ist auch eine schöne Brühe geworden. Das Fleisch scheint schon mal gar zu sein. Dazu kommt reichlich Gemüse. Ich weiß nicht, wurde das Wort von Ishkembe jemand dir empfohlen hat oder geraten hat, dass da so viel Zeug da reinkommt? Das muss sein. Du, wenn du mal einen türkischen Koch fragst, der wird dir sagen, du, pass auf, das ist ja mal was ganz Verrücktes. Ja? Ja, auf jeden Fall. Wir werden sie gleich einsperren, den türkischen Koch, wenn er sowas dir empfiehlt. Naja, Hauptsache die Farbe stimmt. Also rein mit dem gelben Kurkuma. So, und jetzt kommt meine Lieblingszutat, Fleisch. Oh, das? So, und jetzt noch dieses schöne Fleisch darin. Na, siehste. Sehr, sehr zart, gut. Mhm. Ist der doch salzig genug? Das ist sehr, sehr gut. Da muss ich in Lob sprechen. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Schmeckt. Achims Lammhals überzeugt. Auch wenn der im Originalrezept eigentlich nichts verloren hat. Und der Rest? Ein bunter Mix aus Süßkartoffeln, Möhren, Fenchel und Ingwer. Na, wie schmeckt's? Also auch wenn es jetzt nicht originalgetreu ist, aber lecker ist es, oder? Na, siehste. Achims Ishkembe-Version. Ein fruchtig bunter Eintopf mit Gemüse. Und das Original? Eine reichhaltige Suppe mit Spezialzutat. Rinderpansen. Und so geht's. Aber jetzt kommt es der richtige Ishkembe. Ja, tatsächlich. Der Rindermagen kommt in die Suppe. Sogenannte Kutteln gelten in vielen Ländern als Spezialität. Das wird in der Türkei sehr oft gegessen. Zum Frühstück. Zum Mittag und zum Abendessen, damit du auch mit dem Knoblauch, Zitrone ein wenig wach wirst. Das Fleisch muss 3 bis 3,5 Stunden gar kochen. Fikri stapelt die Fleischstückchen anschließend übereinander und verstaut sie im Tiefkühlfach. Das ist jetzt von TK. Autsch, bloß nicht zimperlich sein mit dem Pansen. Ja, aber warum muss das jetzt tiefgefroren werden? Wir müssen jetzt daraus eine kleine Stücke machen. Ja. Man kann ja nicht so komplett essen, das muss ja auch ein Löffel passen. Also, Pansen mundgerecht zerkleinern und rein in die Suppe. Lecker! Weiter geht's mit einer Mischung aus Joghurt, Mehl und Eiern. Ich habe den Verdacht, dass das jetzt in das kochende Zeug darin kommt. Stimmt das? Ja. Nein. Eine anständige Erbsensuppe wäre Achim wohl lieber gewesen. Das ist Ishkembe. Hoffentlich kann ich deine Freude teilen. Na dann, guten Appetit, Achim. Aber ja, nicht so verkehrt. Ja. Also ich sage, ich würde jetzt nicht jeden Tag das essen, aber ich würde das auf jeden Fall essen. Besser als gedacht, unser Chefkoch muss zugeben, türkische Küche ist mehr als Döner im Brot.